Hi Leute, und hier ist wieder euer Maddi, und zwar mit einem neuen Let's Play Projekt, und zwar Rustpunk. Wir erreichen eine um ein Schiffswrack gebaute Siedlung. Vor dem großen Sturm muss hier eine Meer gewesen sein. Die Siedlung ist dicht besiedelt, die Einwohner begegnen uns mit Misstrauen und sogar Feindseligkeiten. Keine Könige, nur Menschen. Zum Bau von Generatoren wurden im Frostland flächendeckend Sträflinge eingesetzt. Sie wurden mit falschen Versprechen auf Amnestie und Heimkehr hergelockt. Mit Gefangenenschiffen wurden sie inzwischen den Baustellen transportiert, die meisten starben durch die Arbeit. Einige rebellierten erfolgreich. Wir haben sie hier angetroffen. Sie töteten ihr Wächter, kaperten das Schiff und gründeten ihre eigene Siedlung. Außerhalb des Einflussbereiches Londons. Hey, der von Dampfkesseln beheizte Schiffsrumpf schützt sie vor dem großen Sturm. Sie wissen, dass auch wir gegen unseren Herrn rebelliert haben und scheinen uns langsam zu vertrauen. Geil. Gut, dann müssen wir auf alle Fälle noch einen Bautrupp irgendwie hinschicken. Haben wir dafür noch Leute? Familien bitten, dahin zu ziehen. Also ihr seht, Leute, es ist ganz wichtig, dass wir auf alle Fälle auch noch ein paar Überlebende finden. Ganz, ganz wichtig. Ah, warte mal, die Ingenieure. Da kann ich doch die fünf Ingenieure hier reinstecken. Fabrik wird einen Autonom aus 100 Stahl, 100 Holz und 50 Kohle und einen Dampfkern produzieren. Jo. Dann macht mal bitte Stahl- und Dampfwerke. Okay, wir haben aktuell fünf Leutchen übrig. Das ist schon mal gut zu wissen. Die fünf könnten wir nämlich dann hier rüber schicken. Beziehungsweise ist ja noch wichtig, dass wir hier diesen Autonomen dann vielleicht noch mit haben. Nutzlose Automatome. Sir, da wir keine Generatoren oder Dampfzentren haben, können wir die Autonomen nicht auftanken. Sie würden nur ein paar Stunden arbeiten und dann wieder stillstehen. Wir müssen uns auf unsere Arbeitskräfte verlassen. Wir können die Fabrik noch immer für die Herstellung von Prothesen nutzen. Scheiße. Also bringt das nichts. Ist ja doof. Mist. Hab ich ja noch Ressourcen verschwendet. Das ist nicht gut. Rohstoffe. Dampfkohlegenerator. Hier habe ich zum Glück jetzt schon mal alles gemacht. Dann machen wir mal hier noch die Frachtaufzüge. Dann könnt ihr auch. Dann könnt ihr auch wieder mal bitte umstellen auf Stahl, nur auf Stahl. Das muss ein Strand gewesen sein, bevor das Meer während eines Sturms zugefroren ist. Die Aussicht ist wirklich einzigartig. Wir können einen umfassenden Horizont erkennen, der sich mit den Wellen bewegt. Okay, ab zum Geisterschiff. Frachtaufzug. Dampfkohlegenerator, schnelleres Sammeln. Optimierung für das. Armeelager, Wärmedämmung, effizientes Sammeln, Dampfkohlemine, Gebläse für Holzkohlemeiler. Heizung.
100 Holz fliegt sich das. Dann geht hier erstmal raus und geht bitte in die Krankenhäuser mit rein. Beziehungsweise ich. Die Bob-Patienten? Nee. Time to get some rest. Okay, die müssten jetzt auch da bald ankommen. Das ist sehr gut. Bautrupp hat Schiffslager erreicht. Okay. Posten reinbauen. Wunderbar. Der andere ist dann auch gleich da. Das ist ein cooles Bild hier. Dank des Handelsdepots, das sie gebaut haben, können wir dann nur einander helfen, um zu überleben. Das ist großartig. Die Hoffnung steigt. Juhu. Vor etwa 2 Tage. Rohstoffe gegen Holz tauschen. Und wir müssten da auch nochmal 5 Leute zur Verfügung stellen. In den Höhlen fanden wir die hartgefrorenen Überreste menschlicher Leichen. Sie wurden von wilden Tieren zerfetzt. In der Nähe der Leichen standen Kisten mit Dokumenten. Unverständliche wissenschaftliche Abhandlungen. Keine Spur der Tiere. Und sonst gibt es hier nichts Nützliches. Entdeckte Ort, die Stationsruine. Okay, also müssen wir noch irgendwie dahin. Muss irgendwie dann noch 5 Leute wegmützeln hier. Warten. Ah, es ist tatsächlich ein Schiff für immer gefangen, gefroren im Meer. Die Eisschollen rundum steigen in dramatischen Wellen empor. Das Schiff transportierte hunderte von Sträflingen, deren Leichen noch immer in die Zellen eingesperrt sind. Aber die Mannschaft hat sie nicht zurückgelassen. Wir haben ihre Überreste in den Quartieren gefunden. Es ist noch immer viel Nahrung an Bord. Wir könnten sie nehmen, obwohl wir nicht sicher sein können, woran die Mannschaft die Sträflichen gestorben sind. Ja, gut, die nehmen wir auf alle Fälle. Dann bringt das bitte erstmal zurück. Hot Springs! Ihre Leute wollen eine Sanitätsstation in unserer Siedlung bauen. Unserer Meinung nach ist das nicht notwendig. Wir haben unsere eigene Art zu heilen. Die Aura der Quellen ist an sich schon Heilung. Wir trauen den Ingenieuren und ihren technischen Denkweisen nicht und wir wollen sie lieber nicht in der Nähe haben. Sie können uns auf viele andere Weisen helfen. Die Sanitätsstation wird freigeschaltet. Hot Springs wird verärgert sein. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Wie ihr wollt. Ist okay. Beziehung ihrer Siedlung. Durchschnittlich hoch niedrig. Okay. It's time to get Rook over. Ah, dafür brauchen die noch einen Pumpkern. Okay. Dann macht bitte wieder beides. Ja. Okay, alle Lieferungen haben was erwartet. Wunderbar. Okay, das Tor vom Winterheims Ingenieurrichtige Gebäude der meteorologischen Station hat den großen Sturm nicht überstanden. Eine dicke Schneeschicht bedeckt die zerstörten Wände und das eingestürzte Dach. Nur die Masten mit alten wissenschaftlichen Geräten ragen heraus. Welche Rohstoffe wir auch immer hier finden, der Aufwand, der für die Bergung nötig wäre, ist es nicht wert. Okay. Stahlbrücke. Machen wir erstmal dahin. Okay, Kohle haben wir auf alle Fälle gerade mehr als genügend. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh.
Sir, Fieber grassiert unter unseren Leuten in Hot Springs, aber die Einwohner verweigern deren Behandlung im Sanitätsstation. Sie sagen, das Fieber wäre lediglich eine Folge unserer natürlichen Lebensstil und sie bieten pflanzliche Heilmittel an. Wir können diese Verrückten bedrohen, dass sie dazu zwingen, auf Lymph zu hören oder hoffen, dass sich der Ausbruch im Sand verläuft. Hot Springs Gunst wird sich erheblich verschlechtern. Die Unzahl steigt, wird erfreut sein. Hoffen wir, dass es vorübergeht. Ja, solange wie es nicht bei der Hälfte ist, ist es okay. Zweimal unbeliebte Entscheidung. Hui, kaltes Zuhause und schlechtes Essen. In welchen Gebäuden ist es denn kalt? Oh. Feuerstein? Jetzt hier? Kalte Unterkünfte. Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in ihren Unterkünften. Ihre Argumente, dass man bei Kälte schnell krank wird, ist nicht von Hand zu weisen. Okay, wir beheizen einige Unterkünfte. 7 Stück müssen wir bauen. Okay. Bewohner, Baracken. 1, 2, 3. Dann macht ihr bitte am nächsten Tag mal nichts anderes als Stahl. Die Ruine einer Stadt, die durch die Unfähigkeit eines egoistischen, ungeschickten Anführers geschwächt und schließlich durch die Explosion ihrer schlechtgewarteten und schwer beschädigten Generatoren zu Fall gebracht wurde. Hier sollten wir nicht wieder herkommen. Mahnmal der Ignoranz. Wer damals fliegen konnte, ist längst verschwunden und wir wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Mit Ausnahme einer evakuierten Kinder, die in Neu-Londons Unterschlupf haben. Winterheim ist nur ein Zeugnis menschlicher Ignoranz und Selbstüberschätzung und seine Zerstörung wird von der Natur vollendet. Der große Sturm hat seine Ruine mit Schnee und Eis bedeckt. Nur das regelmäßige Muster der Erhebung auf dem Boden erinnern uns daran, dass das weiße Schneetuch die Überreste menschlicher Werke bedeckt. Entdeckte Orte, Kindermine und zerstörte Automobile. Okay, wir machen erstmal auf alle Fälle in die Kindermine, weil das ist nämlich der nächste Ort. Speer sind zurückgekehrt. Wunderbar. Dann macht euch mal auf zum stürmischen Strand. Ich finde mal noch ein paar Überlebende. Pumpenerneuerung? Jo. Und für die kann ich... Ja, Rohstoffe gegen Holz tauschen bringt mir gerade relativ wenig, oder? Ah, ich versuch's mal. Bauen. Baracke. 1, 2. Bauen. Baracke. Okay. Bauen. Baracke. Bauen. Baracke. Ach, die warten nur noch. Forschen. Wir gehen hinein. Scheinbar reichen die Minenschächte bis tief unter den Permafrostboden und geben Dutzenden Kindern und ein paar alten und gebrechlichen Menschen Unterschlupf. Die Maschinen der Mine sind schon lange kaputt. Die Kohle wird nur von Kindern abgebaut, die aufgrund ihrer schmalen Statur leicht durch die Tunnel gelangen. Die Kinder sind stolz, dass sie allein zurechtkommen und lehnen unsere Aufforderung ab, die Mine zu verlassen. Im Austausch gegen Kohle könnten wir bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen helfen. Wir werden sie unterstützen. Jo. Muss ich bloß wieder genug Leute zusammenbekommen. Um, ein Bautrupp zusammenzubekommen.
Ein versteckter Friedhof. Sir, unsere Leute haben eine verstörende Entdeckung gemacht. Als sie einen Platz für eine Sammelstelle vorbereiteten, folgten sie einem ausgeräumten Pfad im Schnee, der sich tiefer in die gefrorenen Wälder führt. Sie haben eine Lichtung mit etwa 20 Gräbern gefunden. Auf einem davon liegt eine Kapitänsmünze. Unsere Leute glauben, dass dies die Schriftkuh hier begraben wurde, vermutlich von ihren Einwohnern. Ja, spricht nicht darüber. Schwere Zeiten erfordern schwere Entscheidungen. Get some rest, people. Okay, das haben wir gemacht. Das müsste eigentlich die Geschichte hier eigentlich wieder gut hinpacken. Wir sind hier angekommen, autonom. Ein ausgedienter, zerquetschter, rostiger Automat. Es sieht aus, als wäre er lange unter Eis gewesen. Vielleicht hat ihn der große Sturm zutage gefördert. Und so können wir ihn finden. Wir haben den rostigen Rumpf des Automaten untersucht. Er war eine Allzweckmaschine, die wahrscheinlich von Winterheim für Hilfsarbeiten im Bau genutzt wurde. Er muss zurückgelassen worden sein, nachdem er irreparable Schäden davongetragen hat. Der Dampfkern wurde entfernt, aber wir könnten immer noch Stahl daraus gewinnen. Rohstoffe nehmen. Doch ein Hain. Muddy Town. Es stellt sich heraus, dass sich am Boden des Loches keine Siedlung befindet. Teile des von Eis und Schnee bedeckten Strands wurden von extremen Windstärken abgetragen und gaben die darunter befindliche Felsfläche frei. Hierbei handelt es sich um eine Vertiefung, die von der gewaltigen Winden verursacht wurde und bis auf den harten Felsboden reicht. Eines der beeindruckendsten Beweise für die gewaltigen Kräfte, die mit dem großen Sturm am Werk waren. Hey. Zerbrochenes Schlachtschiff? Jo. Also in Tessa City werde man definitiv nicht reingehen. Das letzte Mal hatte ich mich da Pech, da ist nämlich mein Speertrupp gestorben. Müssen mindestens 10 Bewohner verfügbar sein. Warte mal, ich habe hier die zwei Sanitätsstationen. Zack. Zack. Machen wir das mal so. Eins. 10, jo. Helfende Hände, jo. Okay, es wird echt Zeit, dass wir noch mal ein paar Lötchen finden. Ich habe noch nicht mehr genug Leute, um hier noch so ein Bautrupp zu bauen. Knochenhain. Das ist wahrscheinlich der Hain, in dem wir einst menschliche Knochen gefunden haben, die unter Bäumen begraben waren. Das kommt direkt von der Quelle. Das ist voll. Rohstoffe. Zerbrochenes Schlachtschiff. Wir fanden nur Metallteile, die unter einer dicken Eisschicht begraben sind. Vermutlich hat eine gewaltige Kraft die einst hier stehende Metallkonstruktion zerstört.
Gut, USS Prometheus. Wir finden eine Platte mit dem eingravierten Namen der USS Prometheus. Das ist also alles, was von einem der Schlachtschiffe blieb, aus den Tessa City hervorging. Der große Sturm hat es unter einer so dicken Eisschicht begraben, dass wir es nicht bergen können. Vielleicht in ferner Zukunft während eines Frühlings. Rohstoffe gegen Nahrung. Jo. Lieferung hat Hot Springs erreicht. Sehr schön. Dies ist dringend. Wir brauchen Ihre sofortige Unterstützung. Ein Geister ist ausgebrochen, hat Nutzpflanzen beschädigt und sowohl Ihre als auch unsere Leute verletzt. Die Opfer sind verbrüht worden und brauchen fortschrittliche Behandlungsmethoden, um zu überleben. Aber wir haben sicher nicht genug Rohstoffe. Ja. Okay, auf alle Fälle scheinen die gerade zumindest nicht allzu stark zu frieren. Hoffe ich zumindest. Ich werde aber mal schnell, weil das wird nämlich nachher noch wichtig, die Baracken hier weiterbauen. Dass quasi jedes Gebäude eine Baracke ist. Jo. Bitte ganz schnell bauen. In der Freizeit. Jo. Oh! Das ist fies! Ich baue doch gerade. Ach, Leute. Wir haben gehört, dass die Verbrüngungsopfer nach einer langen und schwierigen Reise in eure Siedlungen angekommen sind. Wir sind entsetzt und erfahren, dass fast die Hälfte von ihnen auf dem Weg gestorben und der Rest in kritischem Zustand ist. Bitte helft ihnen umgehen oder auch sie werden sterben. Die Errichtung einer sicherungsstellenden Verbindung zwischen unseren Siedlungen würde dabei helfen, solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Unsere Einwohner mögen Technologien zwar misstrauen, aber wir erkennen ihren Nutzen. Wir bieten auch regelmäßige Nahrungslieferungen an, jeden zweiten Tag an, falls sie eine Sicherung gut für uns bauen. 5 Einwohner sind gestorben. Was? Hier machen wir nichts. Das Spiegel sehen. Gut, meine Lieben. Ich bin nämlich jetzt auch noch mit einem Stich verabredet. Wir wollen nämlich gleich nochmal ein bisschen Fallheim mit aufnehmen. Ah, neu speichern. JT Project LP 1. So. Wir wollen nämlich gleich noch ein bisschen Feierabend aufnehmen und ich hoffe, die Folgen haben euch bisher hier gefallen. Und ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag. Je nachdem, wann ihr euch diese Folgen hier ganz gemütlich angesehen habt. Also dann, meine Lieben, lasst es euch gut gehen. Euer Damadi.